So, das hübsche Ding. Und das war so das erste Modell, wo ein großer Motor reinkam, der 400er. Das war quasi das allererste gebaute Muscle Car. Fährt sich super, ist ein geiler Cruiser und der macht auch die 100 ganz entspannt. Also das kannst du auf jeden Fall machen. Freunde, woran denkt ihr als allererstes, wenn ihr Vin Diesel hört? I don't have friends. I got family. Ja, selbstverständlich daran. But what's real is family. Und auch daran. Salute mi familia. Aber es geht heute nicht um die Familie, es geht heute um Autos. So, und da kann ich euch sagen, woran denkt ihr als allererstes, wenn ihr an Vin Diesel denkt und seine Autos? Ja, ein Dodge Charger, sicherlich. RX-7, paar Szenen auch, ja. Aber was hat er denn noch geprägt? Und zwar war es natürlich der Pointec GTO aus XXX. Paar erinnern sich von euch, ein sehr cooler Entertainment-behafteter Film. Viele Klischees, viele Raketen, aber sehr lustig. Dieses Auto per se hat aber eine sehr interessante Geschichte und ist fundamental wichtig für die gesamte Muscle Car Area. Es war quasi das allererste gebaute Muscle Car. Und darauf gehen wir heute genauer ein. Ich zeige euch, was ich meinem Kunden aus den USA mitgebracht habe. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Der GTO, eine markante Figur für die Oldtimer- und Muscle-Car-Szene Mitte der 60er. Die ersten GTO-Pakete konnte man bei Pontiac beim Tempest ab 64 bestellen. Das ist ungefähr so zu vergleichen wie ein AMG-Paket. Ab 1966 gab es dann das eigenständige Modell GTO, was auch mit der Fahrgestellnummer 242 begann. Das hier ist jetzt ein 67er GTO mit einem 400er Motor und einer 242 Fahrgestellnummer. Der Kunde hat sich unbedingt einen 67er gewünscht. Ich konnte ihn zunächst nichts Gutes präsentieren. Dann ist dieses Auto aus Sammlerhand online gekommen und wir konnten relativ zügig innerhalb von, ich glaube, 2-3 Tagen den Kauf abwickeln. Auch das ist unsere Stärke, weil ich auch weiß, dass es da viele Händler gibt, die Probleme haben, drüben ordentliche Autos ranzubekommen. Da sind wir wirklich sehr beruhigt. Das Auto geht die nächsten Tage ins Schwabenländle. Der Kunde kann es kaum noch erwarten. Leider mussten wir noch ein, zwei Sachen ändern und umbauen und da warten wir jetzt noch auf die Teile. Das hat sich die letzte Zeit auch hingezogen. Ich muss euch sagen, es ist sehr ermüdend. Auch das ist eine Sache, die ich auch mal kurz ansprechen muss. Wir haben im Moment unglaubliche Verzögerungen, was die Importe betrifft. Es hat einfach mit diesen ganzen Containertransporten zu tun. Manchmal dauert es unglaublich lange, bis wir den Transport von in Amerika von A nach B organisiert bekommen, weil es keine Fahrer gibt. Oder für eine Tour, wo man vorher $300 bezahlt, mit einmal $1200 haben wollen. Also auch diese Sachen passieren im Moment. Die Welt spielt ein bisschen verrückt. Deswegen müssen wir uns auf die guten alten Werte besinnen und Oldtimer kaufen. Oldtimer kaufen, fahren, sie wertschätzen, so wie diesen 67er GTO. Zum GTO noch ganz kurz. Der Vater vom GTO war der John DeLorean. Das ist genau die gleiche Person, die dann in den 80er Jahren den DeLorean DMC 12 komplett aus Edelstahl gefertigt hat. Eine sehr interessante Geschichte. Ich glaube, die läuft auf Amazon oder Amazon Prime. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich würde sagen, wir gehen einmal kurz ums Auto herum, dann zeige ich euch so ein paar kleine hübsche Finessen und dann machen wir auf jeden Fall nochmal eine Probefahrt, damit ihr auch nochmal seht, wie sich das Ding fährt und was für einen guten Sound das Ding auf jeden Fall hat. Ein typisches Problem, was wir ja bei Amis haben, ist ja immer der Lack. Und da muss ich sagen, wir haben hier wirklich mit dem Auto Glück. Es ist natürlich auch eine andere Preisklasse, ne? Es ist natürlich kein Ford Mustang für 10.000 Euro oder sowas. Da erwartet man natürlich schon ein bisschen was Besseres. Aber wir wissen natürlich auch, wie die Amis lackieren. Und das ist egal, ob das Auto 10, 30 oder $50.000 kostet. Es ist einfach nicht so, wie der Deutsche lackieren würde. Natürlich hat er ein, zwei kleine Macken oder sowas oder auch mal eine kleine Delle. Aber das ist alles okay. Das Auto ist über 50 Jahre alt. Lassen wir ihn auch ein bisschen in Würde altern. Das ist, denke ich mal, vollkommen angebracht. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Hat einen 400er Motor, den können wir uns mal gemeinsam kurz anschauen.
So, das hübsche Ding. Wie gesagt, ein 400er Motor, der läuft sehr gut, sehr sauber, hat noch ein bisschen hohe Drehzahl, die werden wir noch mal ein bisschen nachregulieren. Ansonsten, ich glaube, der wurde schon mal überholt, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe. Kleiner Tipp, wenn ihr euch einen GTO anschaut, hier oben haben wir das WinTag bzw. das DataTag und da könnt ihr da rauslesen, so wie beispielsweise hier, da steht dann 67-242 und dann wisst ihr, das ist eines dieser originalen GTO-Fahrzeuge und keine umgebauten, wie es sie auch ab und an mal gibt. Wie ihr seht, seht ihr nicht viel außer Motor, das ist halt natürlich so gewollt. Wir haben einen Bremskraftverstärker, es kommt noch eine Klimaanlage rein, die hatte sich der Kunde gewünscht. Das war nämlich das Teil, was leider in den USA bei der Spedition vergessen worden war. Passiert, der Kunde versteht das, ist auch zum Glück ein bisschen entspannt. Die kommt also noch hier rein und dann ist das Ding eigentlich good to go. Innenraum ist ja sauber, Unterboden, Bleche, nichts, wo man irgendwie drüber meckern kann. Von daher, ich würde das Auto nach meiner Einschätzung ehrlich mit einer 3 Plus oder 2 Minus einschätzen. Aber das sehen auch die Prüfer unterschiedlich. Es wird sicherlich auch einen guten Prüfer geben, der sagt, das ist für amerikanische Verhältnisse eine 2. Ich bin da immer ein bisschen strenger, ein bisschen konservativer. Ich sehe das immer nach so einem deutschen Standard-Augenmaß. Aber für amerikanische Verhältnisse wirklich ein super Auto. Und schauen wir uns noch mal kurz den Innenraum an. So, wenn wir uns den Innenraum anschauen, ja, da gibt es jetzt überhaupt nichts zu meckern. Schlichtes Schwarz, das ist natürlich auch eine Kombination, die viele Kunden haben wollen. Gepaart mit dem Rot sieht das immer noch elegant und sportlich aus. Und was natürlich auch sehr, sehr cool an dem Auto hier ist, wir haben vom Vorbesitzer originale A-Track-Kassetten. Best of, BTO und Eagles Live, Hotel California. Sehr cool, ich weiß gar nicht, ob die funktionieren, können wir mal ausprobieren. Was auch typisch für den GTO ist, ist der Hiss- und Hörshifter. Manche von euch kennen es oder haben es schon mal gehört. Das ist so, dass auf der linken Seite die Frau schön die Automatik reinschalten kann. Auf der rechten Seite kann der Mann die Gänge einzeln durchknallen. Ist so ein nettes Gimmick gewesen. Das hat den Muscle Car Style natürlich in den Jahren auch total geprägt. Der GTO wird in der Szene als erstes echtes Muscle Car gesehen. Pontiac hat irgendwann festgestellt und gemerkt, die Leute wollen kleinere Autos, die wollen größere Motoren. Und das war so das erste Modell, wo ein großer Motor reinkam, der 400er, der fälschlicherweise als Big Block gesehen wird. Auch ich habe das schon mal irgendwo behauptet, wo ich dann nach Recherchen herausgefunden habe, dass ein 400 Cubic Inch bei Pontiac kein Big Block Motor ist. Spannende Sache, aber zumindest haben sie damit die Zeit und die Ära angegriffen, dass man die Autos ein bisschen kleiner baut. Die Motoren werden immer größer, werden immer maskuliner. Die Form, das sieht man natürlich auch so ein bisschen, das wird immer kräftiger und das hat es hier geprägt. Also der GTO ist quasi hier der Vorreiter der gesamten Massecar-Szene. Ich würde sagen, wir haben jetzt genug gequatscht. Wir sollten das gute Wetter im Dezember hier nochmal nutzen und sollten nochmal eine kleine Runde drehen. Deswegen, let's go. Euch nie gefragt, woher das kommt, dass in diesen amerikanischen Filmen die Leute immer den machen? Das kommt, weil die Autos einfach die Fahrwerke haben, wie sie sind. Ne? Das ist nun mal so, das lässt sich gar nicht vermeiden. Das gehört ja irgendwie auch zu diesem Lifestyle dazu und dann lenkst du halt mit deinem Auto und musst immer so ein bisschen gegenlenken. Das ist irgendwie auch cool. Ja, ansonsten, wie fährt sich so ein Auto von 1967? Genauso wie ein Auto von 1967 fahren darf. Das ist alles so ein bisschen, ne? Weicher, so ein bisschen gemütlicher, schön den Arm raus, so Mittelarmlehne fehlt, gab es damals leider noch nicht, kam erst irgendwann, ich glaube in den 70ern hat man mit Mittelarmlehnen angefangen, aber ja, fährt sich super, ist ein geiler Cruiser, kannst du schön hier, und der macht auch die 100 ganz entspannt, also das kannst du auf jeden Fall machen, Natur genießen und so ein bisschen den American Way of Life verspüren. We'll be right back.
zum Beispiel ein Fahrzeug gewesen, wo der Kunde sich an uns gewarnt hat, weil er gesagt hat, hör zu, ich habe hier nichts in Deutschland gefunden, was adäquat wäre, was preislich so attraktiv wäre. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, der Kunde hat ungefähr, um die 5.000 Euro gegenüber vergleichbaren GTOs in Deutschland gespart. Das ist immerhin noch eine ganze Menge Geld, wie ich finde. Alle sind zufrieden, das passt. Und solltet ihr ein Auto suchen, wo ihr sagt, du Patrick, da habe ich Bock drauf. Es kann Mustang sein, es kann GTO sein, es kann Camaro sein, es kann aber auch gerne Mercedes sein. Also wir importieren unglaublich viele 107er, 129er. Das ist mein persönlicher Favorite, fahre ich super gerne mit. Sind immer sehr zuverlässige Autos. Von daher, also wenn ihr irgendwie auf sowas Bock habt, meldet euch gerne, gar kein Thema. Wir versuchen wirklich viel möglich zu machen. Eine ganz wichtige Sache dürft ihr aber nicht vergessen. Ich kriege täglich, ich will nicht lügen, aber zwischen 30 und 50 Anfragen, da kommen wirklich ganz verrückte Sachen bei rum. Das ist auch teilweise sehr amüsant. Aber ihr müsst mir bitte den Gefallen tun, das ist ganz, ganz wichtig. Ihr dürft nicht an die Sache rangehen und sagen, naja, vor 5 Jahren hätte ich einen Ford Fastback für 30.000 Euro bekommen. Das war vor 5 Jahren, das ist Vergangenheit, das wird so höchstwahrscheinlich nicht immer wiederkommen. Das ist der Markt, wie er sich entwickelt hat. Das muss man auch akzeptieren, wenn man sich darauf einlassen will. Das heißt, wir können natürlich schauen, dass wir irgendwie coole Autos zu ordentlichen Preisen besorgen können oder auch gerne Restaurationsobjekte, auch das ist kein Problem. Das Problem ist aber wirklich, wir können euch keine Preise anbieten, wie es sie vor 40 Jahren, vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren gegeben hat. Das wird leider nicht funktionieren. Da müsst ihr euch leider mit abfinden. Das tut mir auch sehr leid, das mache ich nicht, das Game. Ich bin nur ein Part of it. Aber das sind die Entwicklungen, die wir gemacht haben. Das müssen wir auch so hinnehmen. Und nur, dass ihr es mal gehört habt. Ich gehe jetzt gleich ins Büro zurück. Ich wünsche euch aber erstmal viel Spaß. Und vor allem, falls wir uns nicht mehr sehen, das ist ja auch noch nicht so ganz sicher, wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, Freunde. Weil ich meine, ich habe hier gerade mega geiles Wetter. Ich spüre den Winter irgendwie gerade gar nicht. Aber bald steht 22 vor der Tür. Dann gibt es neue Projekte. Dann gibt es hoffentlich auch wieder eine USA-Reise. Da nehmen wir euch mit, weil da kriegen wir richtig viele Anfragen. Kriegen bestimmt die Woche 2, 3 Anfragen. Wann geht es wieder in die USA? Wann nimmst du eine Kamera mit? Das machen wir bestimmt auch. Da müssen wir noch ein bisschen was abchecken, weil da werde ich vielleicht nochmal ein separates Video zu der Lage in den USA machen. Aber ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Lasst euch gut gehen. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.